Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Okay, sie haben mich entdeckt. Oh, scheiße. Ey, Oscar. Tu mir den Gefallen und geh jetzt nicht drauf. Das wäre echt cool. Boah, weg hier. Ich glaube, Oscar ist vorbei, oder? Oscar schafft das nicht. Würde ich mal so behaupten, das ist zu spät. Das ist der erste Story-Tod hier in der Geschichte, oder? Wenn er jetzt stirbt. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Der zweite. Ach Gott. Hilf ihm doch mal einer, ey. Auch wieder Fanservice, der letzte Shot, aber okay. Oh, es geht gerade weiter, ey. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Ey, Fanservice lässt gerade extrem grün. Ach, ey, das ist jetzt aber schon ein bisschen, ne? Bisschen viel, oder? Ich mag Fanservice, man muss ja nicht 1:1 Shots nehmen. Das muss nicht sein. Selbst wenn sie keine Angst hatten, sah es so aus, als könnten sie sie in Schach halten. Das Nest. Aber ich bin froh, dass ich das nicht musste. Auf Gold? Sind Sie okay, Billy? Was glaubst du denn? Was Oscar getan hat, war sehr mutig. Wenn wir zurück sind, sorgen wir dafür, dass seine Taten angemessen... Glauben Sie, dieser Scheiß ist mir wichtig? Lassen wir ihn erstmal in Ruhe. 5 Minuten. Geben Sie mir 5 Minuten und ich bin wieder okay. Ich weiß, was Leute wie Sie von uns halten. Nichts als einfache Arbeiter. Richtig? Schulabbrecher. Wir sind ersetzbar. Das denken wir nicht. Tun wir nicht. Sag's ihm. Oscar war 1000-mal mehr wert als Sie alle. Das wusste er. Und ist trotzdem gestorben, um Ihren Arsch zu retten. Erzählen Sie mir nicht, wie Sie ihn ehren wollen. Das verdienen Sie nicht. Okay. Was können wir tun? Nichts. Ich hab gesagt, mir geht's gut. Schon vergessen? Ich brauch nur Ruhe. Ich weiß, dass wir alle am Ende sind. Aber was die Raptoren verscheucht hat, könnte noch hier sein. Laura hat recht. Alle wachsam bleiben. Wir beide suchen den Raum ab. Riecht wie im Dschungel. Nur fauliger. Oh. Wer ist das? Jess? Das willst du nicht sehen. Niemand, würden Sie... Klar. Komm mit, Jess. Sieh nicht hin. Ah, das ist eklig. Das ist wirklich eklig. So, Alec Guinness, Obi-Wan. Ich habe, wie gesagt, Obi-Wan habe ich nie gesehen, die Serie. Der Jurassic Ort, ich werde jetzt nicht unsere Heimat droppen. Das musst du nicht, aber du könntest mir deinen Vornamen droppen. Baba, ich habe eine ungefähre Vermutung, wie dein Vorname sein könnte. Guten Abend, wunderschönen guten Abend, schön, dass du hier bist. Ihn mit den Dragon Balls wiederbeleben, ein Crossover zwischen Dragon Ball und Jurassic Park wäre alles für mich. Was ist mit deinem, warte, wo warst du denn eben gerade? Mit deinem Discord-Server? Wie weit bist du? Entschuldigung, dass ich gerade ins Mikro gerülpst habe. Der ist eigentlich fertig. Soweit. Ich will halt nur sicher gehen. Ich raff das noch nicht so ganz mit dem Server.
Ich bräuchte mal so ein paar Mods vielleicht, oder ich muss da mal eben ein bisschen mehr dahinter stecken. Ich bin ja, was Twitch angeht oder auch was YouTube angeht, bin ich ja eigentlich schon voll noch so auf dem Welpenmodus. Ich habe da gar nicht so viel Durchblick, wie man vielleicht manchmal denkt. Ich raff so einige Sachen noch gar nicht. Du hast den Anfang verpasst, richtig, kannst du aber nachholen. Episode 4 der Obi-Wan. Was? Nee, in Episode 4 der Obi-Wan, also aus A New Hope. Ich weiß trotzdem aber nicht, wer das ist. Ich weiß es echt nicht, nee. Da bin ich mal gespannt. Was dein Namen meinst du? Der Name zu. Ich mache jetzt hier aber kein großes Ratespiel. Ich schätze einfach mal, dass du der Mark bist. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten, keine Ahnung. Oscar ist schon tot, oder? Ich denke auch. Wenn er jetzt wiederkommen würde, wäre das ziemlich lame. Ich fand, das soll jetzt aber auch so bleiben, dass er tot bleibt. So, weiter geht's. Der ist vom Dilophosaurus gelähmt worden, oder? Spürbar. Suchen Sie nach Bissspuren. Bissspuren? Hier. Sie sehen genauso aus wie... Die von Nima, ich weiß. Er lebt, aber nur theoretisch. Er ist gelähmt und mit ziemlicher Sicherheit hirntot. Die letzte Phase des Gifts. Aber wer hätte ihn denn da so einbuddeln sollen, wenn es die Dilophosaurus gewesen wären? Das, Laura. Ah ja, das ist wirklich ein Nest. Der Aufbau hat mich an ein Kasuaren- oder Emu-Nest erinnert, aber ohne Eier war ich mir nicht sicher. Ja, aber sie Die sind haben ein nicht Nest, geblieben. Nach oh 5 Gott, Minuten ein hätte Nest ich dir noch erzählt, auf dass der Leiche sowas nur gebaut, unter oder was? Insekten üblich ist. Aber jetzt? Laura, er ist ein Mensch. Tut mir leid, Sie haben völlig recht. Ey, es könnte auch der Troodon sein, keine Ahnung, aber der Dilophosaurus, der spuckt doch dieses Gift. Der Troodon nicht, oder? Der beißt es doch mehr. Das sieht ja nicht aus wie eine Bisswunde, würde ich jetzt mal als Nicht-Fachmann so von mir geben. Nahrungsspeicher. Ja, ist schon clever eigentlich. Eigentlich ist es halt echt schon clever, ne? Seine Kleidung ähnelt Ihrer, Billy. Hat er ein Tattoo auf dem Arm? Dasselbe Oh. wie ich? Ja, tatsächlich. Was zur Hölle ist da drüben los? Ist er jetzt tot oder nicht? Nicht tot, aber komatös. Irgendwas hat alle in seinem Bauch abgelegt. Was? Was zum Teufel? Das Opfer wird am Leben gehalten von einem. Dicker! Wie bitte? Das Opfer heißt Daniel Cafaro. Noch mehr Kanonenfutter. Mein Gott, ich wusste, dass sie entwischt sind, aber ich hätte nie gedacht. Sie wussten hiervon? Sie wussten es? Ich bringe sie um. Können wir jetzt auf Stopp drücken hier? Das ist Decap. Also Decap wurde wirklich. Das ist ja aber schon extrem ekelhaft. Auf dem wurde ein Nest gebaut und in ihn rein wurden Eier gelegt, aber während er noch am Leben ist. Boah, ist das widerlich. Wie fliegen die ihre Eier in Kadaver legen? Ja, natürlich, aber halt große Eier. Also, ey, das ist ja saukrank. Uff, das Spiel nimmt schon ziemlich heftige Sachen auf. Nächste Szene anscheinend, hä? Oh, wir sind jetzt im letzten Kapitel angekommen. Lassen Sie sie los! Gehen Sie mir aus dem Weg! Was machen Sie denn? Ich warne Sie, bleiben Sie mir fern! Handeln Sie nicht unüberlegt! Hey, mach doch was! Seien Sie still! Sagen Sie es uns, Doc, was ist da draußen? Was hat Ihnen das angetan? Tro. Sie heißen Troodon Pectinodon. Sie sollten eingeschläfert werden, Was? aber. Sie haben sie freigelassen? Nein, ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren.
Ich vermutete, dass sie irgendwie das Gehege verließen, war mir aber nicht sicher. Sie wussten die ganze Zeit von all diesen verdammten Kreaturen da draußen, die nach unserem Piloten suchen. Wie warten Sie? Wir wurden fast von einem... Boah, es nimmt jetzt gerade Resident Evil Vibes an. Ich war von einem dieser Dinger gebissen worden, genau wie Decaf. Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. Wir gehen mal auf Oscar ein, weil das eigentlich der coolste ist. Oscar würde ihren Tod nicht wollen. Er ist gestorben, damit wir überleben können. Wenn er das gewusst hätte, schon. Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen. Hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Was verwirrt sie sonst noch? Bitte, wenn ich vorher... Ach, Schnauze. Immer erst Fragen stellen und wenn dann die Antwort kommt, sagen Schnauze. In Gefahr gebracht, ja, uns alle angelogen, richtig. Ja, sie hat allen gegenüber gelogen, aber sie hat uns auch geholfen. Nima ist dank ihr noch am Leben. Sie hätte uns warnen können. Ich war mir nicht sicher. Es hätte ja sein können, dass sie in das Quarantänegehege geraten ist. Ich bin der Feind. Ich bin der Böse. Ich will euch doch nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen und jemanden zur Rechenschaft ziehen. Oh, tritt er jetzt durch, oder was? Dann wird jetzt der nächste Bösewicht zur Rechenschaft ziehen. Böse... Ah, Hilfe. Hilfe, Gary. Ach so, ah, okay. Zur Rechenschaft... Jetzt können wir entscheiden... Ah, okay, okay, ja, aufpassen. Sie haben die Insel ruiniert, diese Monster erschaffen. Soll sie jetzt für das zahlen, was Ingen angerichtet hat? Vielleicht. Stecken Sie das Messer. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Alles, was ich sagen muss, ist, es war meine Schuld. Kommen Sie da. Hier stimmt die Mimik nicht so ganz. Ganz kurz auf die Frage, welcher Dino schleppt eine Leiche von einem Berg runter? Haben wir gesehen, wie er auf dem Berg gestorben ist? Oder ist er vielleicht vom Berg noch in den Tunnel reingerannt und die Trodon hinter ihm her? Und haben ihn da getötet. Das kann ich mir jetzt vorstellen. Es war meine Schuld. Ich bin doch jetzt übrigens gerade kein Vorbild. Nehmt euch daran ja kein Beispiel jetzt. Ihre Freunde mögen sie gerettet haben, aber immerhin habe ich die Wahrheit aus ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Denkt an meine Worte. Sie wird eher eins dieser Tiere retten, bevor sie für einen von euch einen Finger krümmt. Okay, wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um die Kräfte. Wir haben da seinen Helm gesehen. Ja gut, den kann er aber auch abgeworfen haben und kann sich irgendwo versteckt haben. Ich weiß es nicht. Wir können nicht länger hierbleiben. Wir geben Billy eine Minute und schauen, ob wir was Nützliches finden. Vielleicht einen okay. Ausweg. Okay, wir überprüfen den Raum und melden uns, wenn wir fertig sind. Einverstanden? Einverstanden. Ich bin einverstanden. Ach so, nee, warte mal. Wir überprüfen erstmal hier den Raum, würde ich sagen, komplett. Ich glaube, sie sind leer. Sie sind aber trotzdem schwer. Huele a excremento. Okay. Bei ihr ist schon mal nichts. Mal gucken, was er jetzt findet. Oh, da kann auf jeden Fall die Kleine durch. Und das wird sie mit Sicherheit auch machen. Wir schauen erstmal in den einen Schrank rein. Der ist natürlich wieder zugeschlossen. Okay. Ich will nicht mit einem Dinosaurier in einem Lüftungsschacht stecken. Außerdem ist er überall Blut. Au, heiß. Na gut, was haben wir hier bei den beiden? Oh, die haben einiges zu finden. Die kann auch noch mal mit ihm sprechen. Wir schauen mal hier, ob das Gitter... Was ist mit dem Gitter hier? Sieht groß genug für uns alle aus. Scheint in die richtige Richtung zu führen. Ja, das könnte man doch einfach raustreten, oder nicht? Zumindest mal versuchen, das irgendwie rauszutreten. Na toll, abgesperrt. Hat zufällig jemand den Schlüssel? Nee, aber ihr habt da eine Schaufel. Ihr habt doch da alles Mögliche. Das müsst ihr doch einfach mal ausprobieren. Alles in Ordnung? Jess, lass ihn in Ruhe.
Okay. Ah, ist das krank. Das ist so... Billy, wir sollten Decaf abdecken. Ich will nicht, dass Jess das sieht. Ja. Der ist eigentlich schon tot, aber er lebt halt noch. Aber er kann... Also, was machst du jetzt mit dem? Das ist echt, echt schräg, ey. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Saurier können sich nicht vermehren. Können sie nicht. Es sind nur Weibchen. Aber wie legen sie dann Eier? Schönen guten Abend, Arknight 05. Schön, dass du dabei bist. Anderen eierlegenden Tiere ab. Denk nur an Hühner. Die wollte eben gerade Oviraptoren sagen, ne? Dann wäre es zu einfach, wenn es logisch wäre, das Spiel. Ja, das schon, du musst natürlich auch sehr viel Logik opfern, damit du halt auch Spielspaß daran hast. Aber es stimmt schon, dass viele Tiere auch ihre Beute verschleppen, aber daraus Nester bauen, wüsste ich jetzt auch nicht. Und in Menschen auch, also in andere Lebewesen Eier legen, gibt sowas, außer jetzt halt bei Insekten. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall... Geht schon in Richtung Buch von der Härte her. Ist schon echt hart. Alle Eier auf dem Markt sind unbefruchtet, nicht wahr? Oh, stimmt. Sie müssen sie also trotzdem legen. Oh je. Was ist? Dass die Dinosaurier Eier ausstoßen, ist ein gutes Argument. Aber das hier ist ein Gelege. Das ist Brutverhalten. Und? Auch Hühner brüten ein großes Gelege aus. Unsere Saurier aber nicht. Ich habe postovulatorische Eier gefunden. Sie waren deformiert, schon zerstört oder achtlos in die Büsche getreten. Verstehe. Wir sollten dennoch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wie sollte das auch möglich sein? Könnte ein Dino-Mädchen sich in einen Jungen verwandeln? Bei Dr. Wus schludriger Herangehensweise an die Gensequenzierung könnte alles passieren. Ja, naja. Man sollte nicht immer alles auf andere schieben, ne? Frau Wissenschaftlerin, Frau Doktor, ich weiß alles besser als alle anderen. Können wir hier raus? Wir gehen mal raus. Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus. Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen. Und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Ich kann nichts sehen. Könnte sicher sein. Mit der Schaufel. Jerry, wir sollten aufbrechen. Ja, alle bereit? Jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Wir müssen weiter. Vielleicht sollten... Sie hat recht. War das gerade eine Handgranate? Oder war das auch so eine Dose, wo die Embryos drin sind? Nee, das ist doch eine... Haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Sind alle bereit? Was ist mit Decaf? Das habe ich erledigt. Es sah so aus, als ob sie sich was genommen hätten. Wenn er was bei sich hatte, das uns helfen kann. Erwischt. Ich habe nichts gefunden. Nur seine Erkennungsmarke. Die Versicherung zahlt seiner Familie nichts, wenn ich sie nicht zurückbringe. Zufrieden? Na gut. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Sollen wir ihn mitnehmen? Wozu? Er ist doch schon beerdigt. Ich weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich bergen. Zugehört. Alles, was gerade passiert ist, vergeben und vergessen, ja? Doc, erklären Sie mir das mit den Telefonen nochmal. Dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Die im Besucherzentrum... Die Meeresausstellung kommt jetzt. Ah, Gott. Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut, wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Wie sollen wir da hinkommen? Die Trodons sind immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Sch! Lassen Sie mich ausreden. Die Tür!
Oh nein. Oh nein. Die Raptoren. Dad. Oder die Trodon. Sie kommen durch die Lüftung. Tschüss, tot. Oh, es sind aber echt die Trodon gewesen. Das waren echt die Trodon. Oh Gott. Hau ihm einen auf die Banazel, auf jetzt. Oh Gott. Aber die... Ach, das sind noch mehr von denen. Okay, also das Spiel beginnt mit den Trodon und es beendet, endet wohl auch mit den Trodon. Obwohl wir auch nochmal zu den... zu dem Mosasaurus müssen, in das Wassergehege. Das würde niemals funktionieren. Nein, das nicht. Jenny, hallo! Ich beeile mich doch. Ich weiß. Hä, ich kann mich aber nicht bewegen. Doch. Ah ja, das passt. Raptoren haben keine Angst vor Trodon. Das stimmt, das stimmt. Da ist ein Haken, da ist was dran. Oh Gott. Oh, ich habe wieder nicht aufgepasst, sorry. Trotzdem geschafft, sehr schön. Oh oh. Okay, schon mal das geschafft. Jetzt könnten wir da aber eigentlich mal alles schön uns verpissen, weil langsam wird es ein bisschen eng hier drin. Anderle, Anderle. Oh, der ist noch da. Der ist noch da, diese kleine Scheiße. Schön auf die Banazel hauen. Auch noch eine. Er kommt da einfach durch. Ah ja, das tut bestimmt weh. Auf geht's, ab geht's. Die Trodon, ey. Auch krass, die kamen, glaube ich, auch nie in den Filmen vor, oder? Meine ich. Oh nein, wo entlang, Laura? Ich hab keine Ahnung. Nee, okay. Wir müssen Richtung Norden. Aber wir haben hier viel zu viele Sachen. Oh Gott. Das war jetzt aber nicht Norden, glaube ich. Egal. Bewegung bleiben! Nicht umdrehen! Das hält uns nur auf!
Ja, diesen Weg Richtung. Was? Verflucht, wo sind wir? Wir müssen falsch abgebogen sein. Hä? Was war mit der Leiter eben gerade? Das habe ich nicht gecheckt. Das habe ich halt echt gar nicht gecheckt. Na gut, also wenn rechts falsch war, war links richtig. Aber woher soll ich es denn vorher wissen? Also ist es einfach nur jetzt Zufall generiert? Oder könnte man das schon wissen, wo es lang geht ungefähr? Ah ja. Moment, das sind Wasserrohre. Los, geht nach! Oh ja, yeah, ein schöner Snack für zwischendurch. Auf geht's, ab geht's. Wo lang, Laura? Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Ich höre sie nicht mehr. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt. Aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Hey, hier drüben. Können Sie die lesen? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind an einer Kreuzung mit 4 Gängen. Es gibt nur diese 4 auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Du hättest den Leitungen folgen müssen. Okay, ja gut, okay. Ja, hast eigentlich recht. Das habe ich aber in dem Moment gerade nicht gecheckt. Wie so vieles manchmal in dem Game. Die Gänge müssen untersucht werden. Ich mache das nicht. Ich kann das lesen auch. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die breiten Linien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Okay. Wo sind denn aber wir? Wo ist denn jetzt der Punkt, wo wir sind? Siehst du gar nicht, ne? Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Details, Orientierungshilfen, etwas Auffälliges. Wird dem Spiel aber ausreichend erklärt? Ja, es kann ja gut sein. Du, da hab ich, das habe ich aber überhört. Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Was ist denn jetzt hier gerade mein Ziel? Ich habe es gerade nicht mitbekommen. Ich habe einfach nicht genug Details, um eine Entscheidung zu treffen. Was für Details brauchen die gute Frau noch? Oh Gott, jetzt haben wir hier noch die anderen Szenarios. Verstehe. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Moin Lonely Raptor. Schön, dass du am Start bist. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Okay, das wird sie jetzt auf jeden Fall wissen. Hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Wir sagen ihr jetzt einfach mal alle, was wir sehen. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. Dankeschön. Jerry, dankeschön. Wir brauchen mehr Spuren. Auf der rechten Seite sind zwei elektrische Schaltkästen. Aha. 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 Das sind zwei Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Okay, jetzt haben wir aber eigentlich genug Infos. Ich kreise die mal als Kandidat ein. Okay, Laura. Ich hoffe, Sie haben recht. Oben rechts, okay, danke, da war ich falsch wohl. An einer der 4 Kreuzungen bist du jetzt, musst du herausfinden, wo. Ach so, deswegen haben die auch eben gerade alle so ein paar Details verraten, okay.
Aus welchem Bundesland kommst du? Ich komme aus Hessen. Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Doch, 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 doch. Was meinst du, Jess? Die da? Klar. Aber es gibt nur eine, oder was? Weil du jetzt sagst, oben rechts, das heißt, die anderen sind alle ich falsch, oder was? Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, sie haben recht. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können sie sie auseinanderhalten? Okay, die können wir ausschließen. Okay. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ja. Ganz sicher. Moment, das stimmt nicht. Auf den Plänen sah unsere Route anders aus. Ey. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Und jetzt, hä? Oh nein! Ich dachte, oben rechts, du wärst dir sicher, Mann. Ich glaube, du hast einen Irrtum gemacht. Ich glaube, oben rechts war falsch. Bin mir nicht ganz sicher. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Auf der rechten Seite sind zwei elektrische Schaltkästen oder sowas. Jetzt gibt's neue Brutkästen, ja, das stimmt, das ist richtig. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Okay, Leiter, dann gerade und hier hat die noch so einen Kasten. Aber die stehen doch alle an verschiedenen Kreuzungen, oder nicht? Ich hab gedacht, das wäre die hier. Nee, warte mal, da ist der Kasten. Hier müssten die stehen. Hier geht es nach da und nach da. Warte mal, das ist auf jeden Fall schon mal nicht. Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Die haben wir jetzt schon mal ausgeschlossen, auf jeden Fall. Ich glaube, die ist auch nicht, weil dieser Kasten hier steht eigentlich hier unten. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. So, jetzt haben wir noch zwei übrig. Die stehen aber einfach auch alle an verschiedenen Kreuzungen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, weil ich gerade nicht ganz check. Hier sind diese Rohre. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube nicht, dass es die ist. Ich glaube, es ist die hier unten. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Kann sein, dass es jetzt komplett falsch wir ist. Hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Eventuell sterben wir jetzt nochmal. Aber ich meine, das müsste, da es könnte, wir sein. Könnte schon passen. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Ja. Okay, wir sind hier. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein. Wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Wir müssen uns diese Route merken. Wir merken uns die Route auch. Aber die kommen jetzt trotzdem dadurch. Was ist los? Oh, der macht jetzt die Fackel an, dann stehen die alle da. Ja, es war so klar, es war so klar. Wie viele es vor allem einfach sind. Ach du Scheiße. Was machen die? Ach, die umzingeln uns, diese Scheißviecher. Pack ihn am Hals, pack ihn am Hals. Die einfach für Augen haben vor allem. Richtige Glubschis haben die. Oh, da kommen die. Nee. Was für dumme Scheißviecher, ey.
Daddy, auch jetzt Daddy. Oh Gott, jetzt sind wir wieder oben, wo der T-Rex ist. Achtung, jetzt kommt er wieder angedackelt. Ich muss sie suchen gehen. Was? Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr mehr. Jess ist zäh und einfallsreich. Entschuldigung. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse sie nicht diesen Tieren. Zauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden... Zauen Sie mich an. Wir müssen das jetzt hier klären. Klären. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Yoder ist bei ihnen. Oh Gott. Jetzt müssen wir Yoda finden, oder was? Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich schneller können sein. Können sie uns hinbringen? Okay, das heißt, das finale Kapitel ist jetzt das Unterwasserlabor, oder was? Also die Unterwasserstation. Am Meer, Fragezeichen. Hat die Entsalzungsanlage erwähnt. Die müsste Yoda ist auf Dagobah. Wir vielleicht aber auch. Stimmt, aber wir pumpen aus einer Lagune Meerwasser rein. Vielleicht ist ja Isla Nubla eigentlich Dagobah gewesen mal früher. Wer weiß. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Diese Spezies von Dinosauriern. Amor de Dios. Wissen Sie, wo wir sind? Ich muss nachdenken. Es ist lange her. Wir müssen jetzt wahrscheinlich nur so ein Aquarium finden, oder? Dass wir wissen, wo wir hin müssen. Ingen hat so viel verändert. Wir haben keine Zeit, sie und die Insel, sie und Ingen. Erzählen Sie mir etwas über Ingen und die Insel. Was hat das alles mit Ihnen zu tun? Eigentlich haben wir keine Zeit für Gespräche jetzt. Unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer. Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz... Also ohne Untertitel ist das total scheiße vertont. Ich konnte da bist du aufgeschmissen. In den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster. Etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Das heißt, sie ist eine Ureinwohnerin. Ist übrigens falsch, die Insel wurde nicht gekauft, die wurde nur gepachtet. Haben auf dieser Insel gelebt? Meine Familie, alle, mein ganzes Volk. Für tausende von Jahren war dies unsere Heimat. Okay, ich lasse sie erzählen. Die Insel ist jetzt ganz anders. Ich kenne sie, sie ist ein Teil von mir. Aber als Ingen auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Ingen ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknüpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den Ingen-Leuten nicht zu simpel erschien. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Keine Kosten gescheut. Dr. Hammond, der Mann, der das alles geschaffen hat, ihm gehört Ingen. Er sagt immer, er würde Unsummen dafür ausgeben, damit dieser Park ein Erfolg wird. Also hat er alles für die Saurier ausgegeben. Nicht für mein Volk. Nee. Natürlich für die Saurier. Wir hören weiter zu, oder? Sollen wir weiter zuhören? Ich würde sagen, wir hören weiter zu. Ein Geistheiler. Er hat für Sibo gesungen, der die Erde geschaffen hat. Für unser Volk war er sehr wichtig. Aber nachdem wir die Insel verlassen haben, hat er die alten Traditionen nicht aufrechterhalten. Das macht ihn sehr unglücklich. Wir hören weiter zu. Ich mache da jetzt gerade gar nichts. Ich bin gerade voll da drin. Ich habe nicht mehr auf ihn gehört. Aber er war nie wütend auf mich. Er hat gesagt, dass ich wie der Fisch bin, der nie nach dem Köder des Anglers schnappt. Er hatte recht. Ich war immer sehr vorsichtig. Aber ich merke gerade, wie gut dieses Spiel... Er hat mich immer an meine Sturheit erinnert. Gleich. Ich dachte immer, dass es so am besten ist. Keine Bindungen, keine Versuchungen. Aber dann bekam ich Savannah, meine Marikita. Mehr besitzen können. Junge Mädchen, die sich bei uns auf der Straße rumtreiben, werden von den Kartellen aufgegabelt, smuggeln Drogen oder schlimmer.
manche verschwinden einfach. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Alles, was ich tue, tue ich für sie. Ich will jetzt mal ganz kurz mehr über Savannah hören. Gleichzeitig bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich immer nach dem Köder schnappen muss. Die Musik leiser machen, im Spiel meinst du? Ihre Tochter Savannah genannt? Ja, es ist der. Mache ich sofort nach der Szene hier. Das ist mir gerade auch aufgefallen, dass es zu laut ist. Da gehen wir hin, wenn der Job erledigt ist. Wenn ich aber jetzt rausgehe, muss ich wieder auf Spiel laden drücken, dann müssen wir das Ganze nochmal von vorne hören. Aber ich mache die gleich leiser auf jeden Fall. Ich will, dass sie die Möglichkeiten bekommt, die ich nicht hatte. Ich hoffe einfach, dass ich für sie da sein kann, wie mein Vater. So lange musst du mitlesen. Sie kann stur sein, wie ihre Mutter war, und nicht nach dem Köder des Fisches schnappen. Ich glaube jetzt, dass es so richtig ist. Ich glaube, mein Vater glaubte das auch. Nima, schauen Sie. Was denn? Tut mir leid, mal ganz kurz zwischendrin, ich finde das unfassbar krass, wie das Spiel gerade diese Geschichte von Jurassic Park von dem eigentlichen Thema Jurassic Park wegbewegt und so eine bewegende Geschichte erzählt. So, was ist eigentlich mit dieser Insel? Das erfährt man ja eigentlich auch in den Büchern, nur, ich meine, da haben mal Menschen gelebt, das waren ja Ureinwohner, meine ich, ne, die von der Insel vertrieben wurden. Und was Injun eigentlich alles geopfert hat von Menschen, von Leben generell, nur um diesen scheiß Park aufzubauen. Und das setzt nochmal alles in ein anderes Licht, finde ich. Ich finde, das ist gerade richtig geil. Das ist was, was ich hätte in Jurassic World ganz gerne mal gesehen. So dieses, was kostet es denn eigentlich andere Menschen oder andere Lebensformen, um so einen scheiß Freizeitpark aufzubauen? Was sind denn da so die Konsequenzen, die davon getragen werden müssen? Saugeiles Thema eigentlich. Finde ich richtig cool. Nima, ich will Ihnen vertrauen. Helfen Sie mir dabei, Jess von der Insel zu kriegen. Und ich werde alles tun, um Ihnen und Ihrer Tochter zu helfen. Das kann ich nicht von Ihnen verlangen, Jerry. Wenn wir nicht von der Insel runterkommen, müssen Sie das auch nicht. Bitte. Na gut, Jerry, genug geredet. Sie wissen, wo wir sind? Ich habe da so eine Idee. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgeruht? Hungrig, durstig auch. Aber ich will einfach nur Jess finden. Gut. Oh, ein Dilophosaurus. Ein Dilöfchen kommt da. Haben Sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den Vögeln von heute. Wer ist? Jetzt zum Beispiel, dass viele Theropoden aus dem Jura die gleichen Stimmorgane. Ey, ich hätte. Ich dachte, jetzt kommt wirklich Louis Dutchson um die Ecke. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich dachte wirklich, jetzt kommt hier Louis Dutchson um die Ecke. Das Tourfahrzeug wird 5 Minuten lang anhalten, damit Sie sich die Beine vertreten und ein paar Fotos machen können. Nächster Halt: Jurassic Park Meeresausstellung und Aquarium. Aber die Autos fahren noch. Da muss man sagen, Hammond hat wirklich keine Kosten gescheut, was die Autos angeht. Auf jeden Fall. Pack ihn am Kragen, den Dilo. Der wurde aber am Hals gepackt in Dominion, oder nicht? Der wurde... auch eine bescheuerte Szene eigentlich gewesen. Aber gar nicht so unrealistisch. Ich meine, wenn er bei den Marines gewesen ist, der gute Doktor... Nee, Doktor nicht, der gute Owen Grady, dann hätte er auch so einen Dilophosaurus mit der Hand erwürgen können. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier rund. Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Oh, zu spät. Da drüben ist ein Schild. Das sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Halt! Ich habe was gehört. Am Nacken und am Hals, ja, also so das Genick gebrochen, ne? Irgendwie so. Weg war er. Hab nie gewusst, dass Jurassic Park eine Meeresausstellung hat. Ich komme nochmal dazu in einem extra YouTube-Video. Es gibt eine offizielle Liste von Dinosauriern, die einmal in den Filmen auf Indons Liste standen, okay. Und einmal Saurier, die in dem Buch auf Indons Liste standen.
das hier ist halt nicht Kanon zu den Filmen, auch nicht zu den Büchern. Ne? Das ist jetzt quasi Soft-Kanon, wenn man so will. Ich hasse diesen Begriff Kanon wie die Pest, aber es ist einfach so, das hier könnt ihr nicht in die Hauptstory mit einbinden, das passt nicht. Aber dazu kommt nochmal ein Video zu den verschiedenen Sauriern. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen, Hammond hat mehr für die Autos und die Türen ausgegeben als für die Gehege. Ja, er hat hier und da keine Kosten gescheut. Außer bei den Gehegen. Und bei den Mitarbeitern. Sollten wir vielleicht von Netri den Hintergrund mal prüfen? Ah, was? Gib dem mal die Kontrolle über den ganzen Park. Was soll schon passieren? Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Inge nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die... Alter, das mit dem Ton haben die aber bös verkackt in dem Spiel. Aber ganz bös verkackt. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio. Stimmt. Stimmt, Claire hat auch nochmal zugelangt mit dem Elektroschocker. Sie mir das doch früher. Das ist mein Zuhause. Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe gesagt... Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Ich finde, dass dieses Spiel eigentlich perfekt in den Kanon passt, wäre Jurassic World angepasst gewesen. Ja, tatsächlich. Ich habe das schon mal am Anfang von dem Stream erklärt, beziehungsweise vom vorletzten Stream, dass Telltale hat nur die Rechte an Jurassic Park bekommen. Und da wurde dann gesagt, ey, ihr könnt jetzt mit den Rechten ein Spiel machen zu der Reihe. Ob das Spiel jetzt Kanon ist oder nicht, war denen damals scheißegal gewesen. Und die haben dann für sich selber entschieden, Telltale hat für sich selber entschieden, ey, wir machen das Spiel jetzt so, dass es in die Reihe reinpasst. Also das war eine Entscheidung von Telltale selber. Das war kein Aufzwingen irgendwie vom Studio an sich. Die durften damit machen, was sie wollen, und die haben sich einfach selber entschieden, wir machen das, dass es in den Kanon reinpassen würde. Also ja, hätte sich Jurassic World dran gehalten, hätte dieses Spiel super cool in den Kanon reingepasst. Und hätte aber eigentlich auch nichts vorweggenommen, was wir unbedingt wissen müssen, um den Rest zu verstehen, oder? Das ist alles so geiler Hintergrund-Input eigentlich. Oder musst du hier von irgendwas verstehen, um Jurassic Park zu checken? Eigentlich ja nicht. Von daher gebe ich dir vollkommen recht, das würde super geil in den Kanon reinpassen, wenn Jurassic World nicht gesagt hätte, ne, wir machen was anderes. Weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment, was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Ach, die ist so anstrengend, die Alte. Was werden Sie? Wo geht sie hin? Keine Ahnung. Diese Rotunde, dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt, holen Sie den Aufzug wieder hoch! Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Ah, ist er doch, oder nicht? Das ist doch hier der Mosasaurus, den sie in Jurassic World unbedingt einführen mussten. Der musste unbedingt drin sein. Dann wurde nichts daraus gemacht. Und, es ist manchmal echt ärgerlich, ey. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Mosa, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Moräne mit einem Krokodil. Das Design von Mosasaurus in dem Spiel übrigens gefällt mir auch besser als das von das in Jurassic World. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Obwohl das halt ein bisschen übertrieben ist. Schaut mir aus wie, oh Gott, Liopleurodon. Der Schwimmo hier, Schwimmosaurus. Der Invaso-Schwimmosaurus, meinst du? Da ist Nessie. Da. Und da. Ja. Loch Ness existiert. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Ich meine mich zu erinnern, dass es der Tylosaurus ist. Das kleine Becken ist cool. Er hat aber gerade gesagt, Mosasaurus, oder nicht? Oder wird es gleich nochmal korrigiert? Sondern leben auch heute im Lauf des Spiels. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Obwohl, der hatte einen kürzeren Schwanz, der Liopleurodon. Ich habe keine Ahnung, was für ein Tier das ist.
Aber ich meine, er hat eben gerade sogar gemeint, das wäre der Mosasaurus. Hat sich Jurassic World sogar vielleicht hieran bedient an dem Spiel und gesagt, komm, den bringen wir mal mit rein in den Film? Ist Mosasaurus nicht die Oberkategorie und Tylosaurus ein Mosasaurier? Ist es so? Da fragst du mich jetzt was. Okay, Arknight schreibt aber jetzt gerade das Gleiche. Wird es wohl so sein? Okay, verstehe. Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Das heißt, Mosasaurier gibt es ganz viele, nur da gibt es nochmal verschiedene Kategorien von den Schwimmosauruses. Okay. Paläozoikum. Ah,